Herzlich willkommen bei Dr. und Söhne. Hier seht ihr Segment 1 unserer vierteiligen Segmentanlage. Und heute zeige ich euch mal, wie ich das alles hier verkabelt habe. Ja, eine Z21 ist auch schon drin, obwohl jetzt noch keine Schienenfahrzeuge fahren. Einige von euch haben vielleicht unseren Icarus hier kreisen sehen, aber der ist ja funkferngesteuert, von daher eben nicht verkabelt. Ja, worum es jetzt aber geht, sind hier die 5 Häuser, wo ich insgesamt 67 LEDs hier angeschlossen habe, die ich mit 5 Schaltern hier ein- und ausschalte, um halt verschiedene Lichtsituationen sozusagen zu kreieren. Ja, also insgesamt sind es jetzt hier 32 verschiedene Fenster oder Leuchtreklamen, ja, die ich mit diesen 5 Schaltern hier eben steuern kann. Ja, also zum Beispiel ist jetzt der erste Schalter der vielleicht sogar tagsüber anbleibt, weil das sind halt die Schaufenster. Und wenn es dann dämmerig wird, können zum Beispiel die Leuchtreklamen hinzugeschalten werden. Ja, ich mache es jetzt mal noch dunkler. Also wir stellen uns jetzt mal vor, es wird abends und es wird dunkel. Ja, ich habe also die Schalter hier mehr oder weniger chronologisch angeordnet. Wie gesagt, der erste könnte tagsüber anbleiben. Dann gehen die Leuchtreklamen an von den Geschäften. Dann kommt die Leuchtreklame vom Restaurant hier hinzu, vom Goldbräuler oder auch vom Tanzcafé und von hinten unserer Bierstube. Kann man jetzt nicht lesen, aber das ist die Bierstube. Das wäre jetzt also die ersten 3 Schalter, wenn es dann schon dunkel ist. Wir haben ja auch 2 Straßenlaternen mit dabei, wobei ich dann auch noch andere Straßenlaternen hier aufstellen werde. Jetzt sind wir schon beim 4. Schalter. Ja, der schaltet noch andere Zimmerbeleuchtungen an. Wenn dann der letzte Schalter auch noch die Disco anschaltet. Ja, also jetzt ist sozusagen schon spätabends. Ja, sagen wir mal, das Blumengeschäft und das Lebensmittelgeschäft, die haben jetzt schon zu. Ja, ich schalte also den ersten Schalter wieder aus. Dann gehen die Geschäftsinhaber auch nach Hause, machen vielleicht ihre Leuchtreklamen auch aus, während im Goldbräuler ja, auch schon, sagen wir mal, die Innenbeleuchtung aus ist. Ja, also das Restaurant hat auch schon zu. Bierstube hat noch offen. Und die schalten jetzt aber auch schon mal ihre Leuchtreklame aus. In der Disco läuft noch der Rausschmeißer. Andere Leute gehen auch noch zu Bett. Und dann ist es schon so spät, dass jetzt die Disco auch noch dicht macht. Ja, jetzt wäre also alles aus. Das ist vielleicht nicht so realistisch. Wir könnten vielleicht mal den vorletzten Schalter nochmal anschalten. Ja, ein paar Leute sind eben auch noch wach oder sind mit Licht eingeschlafen. Ja, also es muss nicht unbedingt der Reihe nachgehen, wie wir hier die Schalter schalten. Wenn wir jetzt den 3. Schalter nochmal anschalten, da wäre jetzt die Leuchtreklame vom Goldbräuler wieder dabei. Das wäre jetzt vielleicht unrealistisch für die späte Nachtstunde. Aber wir hätten hier in den Schalter vielleicht noch 2, 3 Fenster mehr hätte ich da reinmachen können. Ja, oder zum Beispiel den Fernseher. Den hätte ich eigentlich gerne in der Nachtsituation dabei, ohne die Diskothek. Ja, aber das kann man ja ändern. Ja, um euch das zu zeigen, mache ich das Licht mal wieder an. Also jedes Haus hat ja hier sein 6-adriges Kabel, wo eins der Minuspol ist. Und die anderen 5 Kabel halt hier von den Schaltern angeschalten werden. Dann ist im Haus so eine Platine drin, wo ich dann hier, wie gesagt, 6 Streifen habe, einer ist Minus. Und an den anderen 5 Streifen entscheide ich halt, welche LEDs ich da ranlöten will. Ja, also das sieht so aus. Das Kabel kommt an. Ins Haus rein, dann ist die Buchse und hier entscheide ich ein oder mehrere Stromkreise mit LEDs hier an einen Schalter anzuschließen. Ja, im Fall des Fernsehers könnte ich jetzt halt hier den auf einen anderen Streifen drauflegen. Das heißt also, er wird von einem anderen Schalter dann geschalten. So sieht es halt jetzt oberhalb der Platte aus. Jetzt schauen wir nochmal drunter.
So sieht jetzt unser Segment von unten aus. Hier kommen die 220 Volt rein, die Steckerleiste. Da haben wir jetzt schon mal unser Z21 reingesteckt. Das WLAN hier, den Router für die Z21 auch. Und das ist jetzt hier unser USB-Steckernetzteil, was die Hausbeleuchtung versorgt. Ja, hier gehen also 5 Volt Gleichspannung rein in die Schalter. Die ersten drei sind jetzt noch frei. Ja. Da kommen hier die Kabel raus, da kann ich vielleicht noch Straßenlaternen ranmachen oder irgendwas. Und die nächsten 5 Schalter sind wie gesagt für unsere Häuser, um die 5 verschiedenen Lichtsituationen zu schalten. Ja, die Kabel gehen hier rein und dann sind hier jetzt schon mal 7 solche Buchsen ran gelötet, wo wir eben 7 Häuser anschließen können. Von denen sind es erstmal nur 5 belegt. Ja, hier befinden sich die einzelnen Häuser dort. Und diese Buchsen hier für unsere 6-poligen Kabel, die sind alle auf so einer Rasterplatte aufgelötet. Ja. Also von den Schaltern kommen hier die 5 Kabel rein. Und das Raster hat hier eben diese Streifen, sodass das sich hier, also theoretisch unendlich, hier fortführen lässt. Ja, das ist jetzt hier ein Beispiel mit 3. Da haben wir eben jetzt schon mal 7 angelötet. Und man muss nur noch aufpassen, dass man jetzt nicht das überlastet. Ja, wir haben ja 2 Ampere an unserem USB-Netzgerät. Da muss man dann nochmal durchrechnen, wie viele hunderte LEDs man da auch wirklich anschließen kann. Ja, ich wollte euch noch die Schalter zeigen, die ja jetzt hier oben versteckt sind. Ja, die sehen so aus. Das sind so Umschalter. Die haben jetzt hier 3 Pole, von denen wir nur 2 benutzen. Ja, in der Mitte schickt man den Strom rein. An der einen Seite kommt er wieder raus, also wenn es angeschaltet ist oder eben auch nicht. Den dritten Pol, den brauchen wir jetzt in unserem Fall nicht. Ja, so sieht das aus hier. Plus kommt hier, das sind die Schalter, Plus kommt an den Mittelkontakt des Schalters ran. Ja, alle gemeinsam sind hier am Pluspol angeschlossen, weil dann auf der einen Seite geht es halt dann weiter. Hier unten ist er nur angelötet, ohne dass es da eine Verbindung gibt. Den Kontakt benutzen wir nicht. Das ist nur, damit der Schalter nicht rausfällt aus unserer Rasterplatte hier. Wir können jetzt hier 5 Schalter anschließen, weil der 6. Pol unseres Kabels, der ist ja mit dem Minus belegt. Ja? Also das blaue Kabel geht hier direkt durch, um eben einen von den 6 Polen als Minuspol zu benutzen. Und die anderen 5 sind halt die geschalteten Pluspole. Um jetzt hier solche 6-poligen Kabel halt mit den entsprechenden Steckern zu versehen, haben wir hier diese spezielle Zange, ja, die also auch genau nur für 6-Pole geeignet ist, genau für diese Art hier von Steckern. Und zwar können wir mit dieser Zange als erstes mal das Kabel auf Länge schneiden. So zum Beispiel. Und mit der Schneide hier oben können wir das abisolieren. Ja, wir schieben das hier rein, bis es hier an Anschlag stößt. Drücken zusammen und dann muss man hier ziehen. Und es wird nur die schwarze Isolierung entfernt. Ja, all diese Kabel hier, die bleiben isoliert, weil die ja hier, wie gesagt, isoliert in den Stecker reinkommen und dann die Zange hier die Kontakte runterdrückt in das Kabel rein. Ja, das gibt dann Kontakt. Das ist jetzt auch der Grund, warum der Stecker, wenn er noch nicht am Kabel dran ist, hier auch nicht reinpasst. Ja? Also die Kontakte hier, die müssen erst in das transparente Plasteteil reingequetscht werden. Also, das ist normal, dass die jetzt vorher noch nicht reinpassen. Ja? Und um die jetzt hier ranzumachen, müssen wir darauf achten, dass wir die an der richtigen Seite reinquetschen. Ja, also, dass wir das Kabel richtig hier reinschieben. Und richtig ist in dem Fall, ja, dass auch das Rosa immer auf der gleichen Seite ist. Ja? Also die Kontakte sind jetzt hier unten. Oben ist die
Feder hier und das rosa Kabel ist auf der rechten Seite. So schieben wir das jetzt hier rein. Dann kommt das von der Seite in die Zange. Ja, das macht hier auch Klick. So. Und jetzt sehen wir hier, wie die Kontakte hier reingequetscht werden. Das geht schwer. Und gut draufdrücken. Und jetzt, um das Kabel hier rauszuziehen, müssen wir halt auch in der Zange hier auf die Feder drücken. Ja? Hier müssen wir draufdrücken. Gut, und jetzt passt das hier auch rein. Geht also recht flott. Ja? Einmal die Zange zudrücken, alle 6 Pole hier verkabelt. So, das sind jetzt hier, wie gesagt, die Leiterplatten, die ins Haus reinkommen. Da haben wir solche Buchsen angelötet. Die haben das Problem, die Kontakte sind nicht ganz im Rastermaß. Also die hinteren 3, die haben wir direkt angelötet. Und die da vorne, die sind halt leicht versetzt. Deswegen haben wir da die Leiterplatte da rausgebohrt und die verkabelt sozusagen nach rechts und links. So, und das sind jetzt hier also die horizontalen Buchsen. Die wiederum, die gehen nicht, wenn wir die jetzt alle hintereinander weg auf die Platine löten, die an den Schalter rankommt. Ja, zur Seite drehen geht auch nicht. Da stimmt ja dann gar nichts mehr überein mit unserem Raster. Deswegen brauchen wir hier für die Steckerleiste sozusagen die Top Entry, also wo es von oben reingeht, die vertikalen Buchsen. Ja, auch hier natürlich das Raster, die anderen 3 Kontakte sind leicht versetzt. Und um jetzt hier alle so hintereinander weg drauf zu löten, müssen wir halt da die anderen 3 Kontakte, die nicht über, die versetzt sind sozusagen, die biegen wir da so raus und löten erstmal da die ersten 3, die passen halt, die kommen da rein. Ja, und die zweite Reihe Kontakte, da nehmen wir jetzt hier so eine Steckerleiste, also hier so eine, weiß nicht wie das heißt, da diese Leiste mit den Beinchen dran sozusagen, also die stecke ich da rein und löte die schon mal fest. Ja, die Buchse kommt dann im richtigen Abstand, da 2 Reihen frei lassen ist der richtige Abstand, damit das dann nicht zu eng wird. So, und jetzt lasse ich das Video ein bisschen schneller laufen. Ja, hier reinlöten ist jetzt nicht ganz so spannend. Ich benutze halt hier ein bisschen Lötfett, damit das Lötzinn gut verläuft. Und dann geht das ganz fix. Wie gesagt, erst die Steckerleiste da rein und als nächstes die Buchse. Und wenn die dann drin ist, drehen wir das Ganze wieder rum und machen jetzt hier die Kontakte, die aus der Buchse rauskommen, alle auf eine Seite von den Beinchen, biegen die dann noch ein Stück rum und dann können wir die da anlöten. Ja, und das war es jetzt schon, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Interesse. Und schreibt doch in den Kommentaren, was ihr davon haltet hier, von der Idee, die Hausbeleuchtung mit Telefonkabeln zu verdrahten. Ja. Und in der Videobeschreibung, habt ihr schon gesehen, sind ja auch nützliche Links zu den verbauten Materialien mit enthalten. Das sind jetzt keine Affiliate-Links, also ich kriege da nichts dafür. Ich habe es aber euch mal aufgelistet, falls ihr sowas nachmachen wollt. Ja, also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und abonniert auch unseren Kanal. Tschüss!